So Leute, es ist wieder passiert, mein Roller springt wieder nicht an. Ich war gerade tanken und ich wollte eigentlich auf die Autobahn, aber mein Tank war leer und dann konnte ich halt nicht mehr auf die Autobahn. Ich musste dann über Stadt fahren, zu meinem Glück, weil ich dann halt noch eine Tankstelle finden musste. Jetzt springt der Roller nicht an. Ich weiß aber nicht warum, weil, das ist ganz seltsam, normalerweise, wenn irgendwas kaputt ist, dann und ich den Roller starte, dann normalerweise tut sich dann der Anlasser auch bewegen. Aber nicht der Anlasser bewegt sich nicht mal. Und jetzt habe ich überlegt, vielleicht ist die Batterie leer, weil die Blinker gehen auch nicht so gut. Wohl doch jetzt schon. Eine andere Seite. Aber so komisch schwach und das Licht hier blinkt so. Ich dachte jetzt, vielleicht ist die Batterie leer oder eine Sicherung ist durchgebrannt. Weil das war so, ich bin von da hinten gekommen, bin hier so gefahren und dann fing er an zu stottern. Also ich habe Gas gegeben, dann fing er an zu stottern und hatte immer weniger Leistung und immer weniger Leistung und dann ist er komplett ausgegangen. Ja. Es muss auf jeden Fall irgendwas Elektronisches sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil der Anlasser nicht funktioniert. Wenn irgendwas anderes wäre, Vergaser irgendwie dicht oder keine Ahnung, Kolbendingens, Kolbenklemmer oder Kolbenringe durch oder, dann würde sich aber der Anlasser noch bewegen. Oder Kabelbrand, dachte ich, vielleicht hier, weil das hier so aussieht. Ja, scheiße. Und eigentlich wollte ich den Roller heute oder morgen verkaufen. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe einen Schutzbrief. Ich habe überlegt, ich rufe dann vielleicht einen Schutzbrief an, also bei der Versicherung, und die holen mich ab, weil das sind noch ungefähr 6 Kilometer nach Hause. Und ich habe keinen Bock, 6 Kilometer zu schieben, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, wie lange die brauchen. Da kann sein, dass die über 1-2 Stunden brauchen, bis die hier sind. Ich rufe da einfach gleich mal an. Dann gucken wir weiter. Weil das Seltsame ist, wenn ich hier anmache, ne, die Elektronik funktioniert auch, ne, die zeigt mir die Temperatur an und Ölanzeige etc. funktioniert alles. Auch die Hupe funktioniert ganz leicht, aber auch nicht so, wie sie soll. Ne? Ich glaube, die Elektronik ist irgendwie kaputt. Hört ihr das? Weil die Batterie ist eigentlich, die ist nicht defekt, die Batterie. Die Batterie ist eigentlich noch gut. Ich glaube, hier ist eine Sicherung durchgebrannt und ich glaube, die Sicherungen, die sind hier im Handschuhfach. Und zwar hier unter dieser Abdeckung. Das vermute ich. Das ist jetzt so meine erste Einschätzung. Alles andere kann ich mir nicht erklären. Oder der Anlasser ist zusätzlich auch kaputt. Das wäre natürlich dann auch ein Grund, warum der Anlasser nicht funktioniert. Kann natürlich auch sein, Kabelbrand oder sowas. Aber die Hupe und so weiter funktioniert auch nicht. Deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube, das muss eine Sicherung sein. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ich habe jetzt beim Pannendienst angerufen, von meiner Versicherung. Ich hatte einen Schutzbrief. Die haben mir gesagt, ich muss jetzt erstmal 45 Minuten warten. Ja. Ich meine, wenn es jetzt 1 Kilometer wäre, hätte ich den Roller nach Hause geschoben. Aber jetzt 5-6 Kilometer den Roller nach Hause schieben, wozu habe ich denn so einen Schutzbrief? Ne? Deswegen habe ich doch so einen Schutzbrief gemacht. Und es ärgert mich jetzt wirklich, es ärgert mich wirklich. Hauptsächlich, dass ich jetzt warten muss, aber gut. Ist halt so. Ja, das ist erstmal das eine und wenn ich dann zu Hause bin mit dem Roller, ja, dann werde ich mir dann halt das weitere anschauen. Ja, ich hoffe, es ist nur eine Sicherung. Aber es muss. Ich probiere es noch einmal.
Vielleicht geht's ja jetzt. Nein. Ne. Ja. Ja, wird sich dann noch herausstellen, was es ist. Oder sein kann. Was schätzt ihr denn? Was meint ihr denn, was es sein könnte? Also beim, in dem Moment, wo er mir abgesoffen ist, hat er sich so ein paar Mal verschluckt. Beim Gas geben. Mit immer weniger Leistung und dann ist er komplett abgesoffen und seitdem geht er halt auch nicht mehr an. Anlasser funktioniert nicht, hatte ich ja gesagt. Hupe und Licht und Blinker verhalten sich auch komisch. Also spricht alles dafür, dass die Sicherung defekt ist, sag ich. Was sagt ihr? Also ich habe jetzt gerade mal die Batterie ein bisschen ausgebaut, weil ich habe es gerade noch mal versucht und ich habe den Anlasser ganz kurz gehört. Also es kann tatsächlich sein, dass die Batterie wirklich durch ist. Kann sein. Das ist nämlich... Ach ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie alt die ist. Aber vielleicht ist die schon ein paar Jahre alt. Kann sein. Ich dachte, vielleicht sind die Kontakte hier locker oder lose, aber nein. Die sind fest. Also vom Zweitakter kenne ich das normalerweise so, dass der Roller auch ohne Batterie funktioniert. Aber der wohl nicht? Was sagt ihr? Also eigentlich ist die Batterie ja natürlich für die Spannungsregelung in der Elektronik verantwortlich und natürlich für Starten. So Leute, ich habe den Sicherungskasten gefunden und hier im Werkzeug links ist auch noch so ein Halter, Bordwerkzeug, wo ich die so rausziehen kann. Mega geil. Und wir haben sogar zwei hier oben, die beiden, das sind zwei Ersatzsicherungen. Und wir haben sogar so ein Teil da drin gehabt, was zeigt, welche Sicherung für was ist. Das war nämlich so da drin und zeigt dann an, dass quasi die dritte Sicherung für Starten ist, beziehungsweise die zweite und dritte. Ich habe jetzt erstmal die zweite rausgeholt und tue die Ersatzdichtung von da oben da rein und ich teste mal ein bisschen rum. Handdienst kommt gleich auf. Mit Überbrückungskabel, dann kann man das vielleicht mal gucken, ob das an der Batterie lag. So, kleines Update. Ich habe das jetzt mit den Sicherungen probiert, hat nicht funktioniert. Vielleicht sind auch alle Sicherungen, auch die Ersatzsicherung kaputt. Kann natürlich sein. Aber ich finde das schon cool, dass die hier sowas hier mit dabei haben. Also alles ist 10 Ampere außer Headlight, also die Frontlicht. In der Frontlicht, Position, also Blinker, Uhr und Hupe sind 15 Ampere. Alles andere 10. Der hat das überbrückt, der hat einfach Strom an die Batterie gemacht und dann ist der Roller auch angesprungen und ganz normal gefahren quasi. Sobald er wieder Strom abgemacht hat, ist der Roller wieder ausgesprungen, weil die Spannung halt ja unter 12 Volt war, während er an war. Und das deutet alles auf die Lichtmaschine hin, dass die Lichtmaschine einen weg hat. Oder vermutlich die Lichtmaschine. Die Lichtmaschine ist da oder sollte da sein. Und ich werde die erstmal ausbauen und mir die angucken. Und dann werden wir weiter schauen. Polrad wird wahrscheinlich nicht defekt sein.
Ja, das ist, aber das ist dann halt, wie gesagt, ein elektronisches Problem direkt gewesen, richtig vermutet. Und ja, dann werde ich die nächsten Tage mal hier ein bisschen rumschrauben. Achso, das Kennzeichen habe ich schon abgemacht, weil ich melde den Roller heute ab, weil ich ja einen neuen Roller habe. Und wenn der Roller hier fertig ist, dann verkaufe ich den. Ja. Ölwechsel werde ich hier auch noch machen und dann werde ich ihn verkaufen. Aber nach 20 Jahren kann die Lichtmaschine, wenn es wirklich die Lichtmaschine ist, auch mal kaputt gehen. Das ist voll okay.